Die Entdeckung eines Kinderzahns, der in einer Höhle in Südfrankreich zwischen den Überresten eines Neandertalers gefunden wurde, ist der früheste Beweis für den Homo sapiens in Europa. Der Fund bestätigt auch, dass sich die beiden Menschenarten in mindestens 4 abwechselnden Phasen gegenseitig verdrängt haben. Bisher ging man davon aus, dass die modernen Homo sapiens-Populationen den europäischen Kontinent vor gut 45.000 Jahren erreicht haben. Mit dieser Entdeckung verschiebt sich ihre Ankunft um 10.000 bis 12.000 Jahre nach hinten. Jetzt weiß man, dass sie vor gut 54.000 Jahren angekommen sind. In Osteuropa vermutet man ihre Ankunft vor 43.000 Jahren. Wir sind hier im Rhontal, in Frankreich, also in Westeuropa, und wir haben hier sehr alte Ausgrabungsstätte. Die Entdeckungen zeigen, dass der frühe Homo sapiens anscheinend schnell wusste, wie er in der neuen Umgebung am besten überlebt. Es sei durchaus möglich, dass die Neandertaler ihr Wissen an die Neuankömmlinge weitergegeben haben. Die Forscher vermuten sogar, Homo sapiens und Neandertaler hätten zusammengearbeitet.